Hallo Leute, willkommen zurück. Das ist das dritte Video von meinem Wash Day. Ich werde euch zeigen, wie ich die Feuchtigkeit richtig in meinen Haaren versiegle, nach der Tiefpflege. Das ist ein sehr wichtiger Schritt, den man nicht vergessen darf. Ich persönlich benutze immer die LCO-Methode. Dazu habe ich bereits schon ein Video gemacht, das werde ich in der Infobox verlinken. Ich habe meine Haare in den Twist gewaschen, um Knoten zu vermeiden, wie ich bereits schon in dem vorherigen Video gesagt hatte. Beim Einmassieren ist es wichtig, dass man sich wieder auf die Spitzen konzentriert und das nicht auf die Kopfhaut macht. Dasselbe gilt auch für das Öl oder die Butter, die man danach zum Versiegeln benutzt. So, wenn ich das erstmal gemacht habe, dann twiste ich wieder die Partie. Und wenn ich unten angekommen bin, nehme ich dann ein bisschen Butter und mache das dann dran. So, ich bin fast fertig und das Weiße kommt vom Living Conditioner. Wenn das erstmal getrocknet ist, sieht man das nicht mehr. So, jetzt sind wir endlich am Ziel angekommen. Das war jetzt mein Wash Day und das mache ich halt jede Woche, alle 7 Tage. Und ich mache das halt, wie gesagt, einmal im Monat mit dem Shampoo, am besten am Ende des Monats. Und ich zwischendurch mache ich dann meinen Co-Wash. Dazu werde ich auch nochmal ein Video machen, wie ich schon gesagt hatte. Und ja, und das ist halt Twist-Out, was ich jetzt gemacht habe. Ihr könnt auch Braid-Outs machen, aber Braid-Outs dauern immer so lange, deswegen dachte ich, mache jetzt einfach mal Twist-Out. Und ja, genau, also ich würde euch das halt empfehlen, jedes Mal nach dem Waschen dann so einen Style zu machen, weil, wie gesagt, ich empfehle generell nicht, dass ihr Afro-Haare aneinander trocknen lässt, weil, ja, das bildet halt dann sehr schnell Knoten und so vermeidet man einfach Knoten und das ist gleichzeitig dann auch ein schützenden Haarstyle. Und ich lasse das dann so einen Tag drin, wenn es halt schneller trocknet. Manchmal auch 2 Tage, wenn ich nicht raus muss. Wenn ich einkaufen gehe, mache ich dann einfach ein Tuch. Mache dann so einen schönen Style mit dem Tuch und ja, lasse es in Ruhe trocknen. Und wenn ich schlafen gehe, packe ich meine ganzen Haare. Also wie gesagt, ich lasse es halt raus.
ich lasse es dann einen Tag oder zwei Tage und dann mache ich das auf. Dann habe ich halt so einen definierten Afro. Und wenn ich dann schlafen gehe mit meinem definierten Afro, mache ich dann wieder die Haare nach oben und binde dann mein Seidentuch drum, dass ich dann so ein Pineapple-Dutt habe. Oder ich flechte mir dann zwei Zöpfe an den Seiten und mache da mein Tuch drauf. Oder ich mache einfach einen ganz normalen Zopf nach oben. Oder so, genau. Und ja, das war jetzt sozusagen mein Wash-Day. Und ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Und alles, was, wie gesagt, relevant ist, packe ich nach unten. Und wenn ihr noch Fragen habt, hinterlasst mir Kommentare. Ich freue mich immer darüber. Und ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Und bis dahin, viel Spaß und viel Erfolg beim Ausprobieren. Bis dann, tschüss!